Leute, willkommen zurück bei Pokémon Smaragd. Heute wieder zu Gast bei mir der gute Daniel. Ja, hallo Leute. Wir sind immer noch in Faustauhafen. Haben schon, wie ich schon letztes Mal gesehen, zwei Orden. Ja, war ein sehr knapper Kampf. Unser Küken hat uns noch gerade den Arsch gerettet, aber ja. Und da klingelt. Ja. Und jetzt fahren wir weiter in die nächste Stadt, nämlich nach Graffitport City. Und jetzt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit einmal quer durchfahren. Mit der Speedboat-Ausrüstung. Das geht doch schneller. Ahoi, wir haben Graffitport. Hör mal das Handy vibrieren. Ja, hört man. Sub und Jung spammen gratis. Ich fahr zurück. Nochmal zurück. Auf für Pan City. Wir sind in Graffitport City, endlich! Yeah. Nee, das ist ernsthaft. Frag mich die zwei Kinder. Wir brauchen ganz lange, um unsere Sandburg zu bauen. Ja, da baut schneller. Und wir haben den Budosand behalten. Wie Sub und junge Schüler zusammengebracht haben, dezent das, den Bart zu stören. Ja, wie ihr schon gelesen habt, Budosand erhöht Bodenattacke. Ja, ich bin noch nicht ganz auf der Reihe. Ja, ich versuch's halt durchzuhalten. Und nächster Kampf gegen irgendeinen Matrosen. Ja. Und da hält ein Winkel, Winkel ein. Was schon gut schafft, was Tangle schon gut schon gemacht hat und weg war's. Ein Macholo. Sollte für irgendwann anders gut sein. Macholo. Mit einem Flügelschlag sollte es down sein. Jo, ist es so. Das weibliche irgendwer anders hat's gerissen. Oder I. Oder I. anders. Könnte man irgendwie außer als Namen irgendwie nehmen. Sogar ein Doppelkampf jetzt. Schön hinterm. Schön in einem Schirm verstecken. Matrose Monty und die Planscherin Carla. Ein Winkel und ein Merle. Ich werde eine Tackle auf Winkel machen und einen Flügelschlag auf Merle. Und was ist von Merle schon? Ne, was? Und guck mir an, das ist okay. Ich werde wieder Tackle auf Winkel und einen Rückzug-Hieb auf Mirror. Ja, doch, geht durch. Trotz der Verwirrtheit. Dafür sind Koba verwirrt. Ja, aber auch gut. Geht auch durch. Und da der Verwirrung sich nur auf einen Kampf auswirkt, ist es jetzt auch schon wieder weg. Ja. Und auch wenn ich es geplant hatte, ehrlich mal zu schauen, wie lange wir aufnehmen, kann ich nicht schauen, da Sub und Jung gerade etwas nerven. Danke, Leute. Und nicht nerven. Hätten wir nur WhatsApp ausgemacht. Ja, hätte man. Tick auf den Tacher und Frühschlag auf Azuril. Brauche nicht erklären, es sind das sind keine Kämpfe, die irgendwie gefährlich sind. Und jetzt auf einmal stirbt man. Aber guck mal vergiftet. Ich glaube, ich sollte ein Gegengift haben, ansonsten möglich in der Stadt. Aber das ist auch wieder das typische Mal von die Gegner
bisschen unter Level, oder halt unter dem eigenen Level von dem her, dürfte das eigentlich nicht so das Problem sein. Im Tag, verwirrt, Gift verletzt. Fangen wir immer noch, wie man in Wasser, wie man mit so einem Tentakelpokémon oder halt Tentakelpokémon wie Tentahatland überhaupt kämpfen kann, aber naja. Schauen wir nach, ob wir ein Gegengift haben, ich glaube schon. Ne, wir haben gerade Gegengift. Auch egal. Totaler Heiler. Ne. Wasser, Zickzacks. Irgendwas. Die haben wir besiegt, das Kind fehlt noch. Trinkbasio. Jetzt kriegst du mir auch von alles. Boah, fast weg. Ich hab das Giftschaden, Deckel und das war's. Vor allem, dass auch Kinder so viel mit sich rumschleppen. 52 Pokémon. Ich glaube, wenn wir noch weiterspielen, geht Kobo gleich down. Ja, das sieht wirklich so aus. Aber auch egal, wir haben immer noch unser... unseren irgendwer anders. Beleber oder so ist auch kein dabei, oder? Nee, zu dem Zeitpunkt Spiel gibt es noch keinen Beleber. Ja. Unser Besitzer, zack. Ah, ich glaube, du musst erstmal den anderen besiegen. Der gibt uns, glaube ich, Tafelwasser. Ey, Tafelwasser. Und dann nächstes Follow. Und ich glaube, das war's dann gleich auch für Puppa. Jo, das war's. Jetzt muss irgendwer anders zeigen, was er drauf hat. Dann auch schon. Level 20! Jetzt muss man mit dem reden können. Obwohl der Schacht unten war. Da haben wir noch ein Kind. Immer diese Kinder mit Schwimmreifen, die hier überall random rumstehen. Ach ja. Was? Vibrationsgeräusch. Ich habe mein Handy jetzt 5 Meter weggelegt, das kann man nicht mehr hören. Ich hab's gehört. Wie ist das? Ja. Oh, ist der eben was? Egal, lass uns doch hören. Wir haben jetzt einen Sprudel bekommen. Was macht der Sprudel? Der Sprudel stellt 60 KP wieder her. Also nicht schlecht. Ja, aber ich glaube, für hier sollten wir Zeit nicht verschwenden. Haben wir den schon besiegt? Ja. Hat man. Dann haben wir alle besiegt, die hier stehen. Jetzt können wir nach Graphic Bot City. Da steht jemand. Das Licht läuft. Ja, Leuchtturm, Licht. Toll. Hier ist der große Markt von Graphic Bot City. Aber wir suchen uns erstmal ein Pokémon Center. Team Aqua. Was wollen die schon wieder hier? Die machen auch, wie es auch schon, nur Ärger. Ja. Auf jeden Fall sind sie in großer Zahl da. Ja, nicht wie immer einer, sondern jetzt sind es mehrere. Das ist hier gefährlicher. Und ich glaube, dass wahrscheinlich selbst Kofina wahrscheinlich keine Chance gegen so viele hat. Ja. Nur schnell eigentlich an und bezahlen. Wir wollten einfach hineingehen. Ja, dann geht doch hinein, Leute. Haben wir mal die? Ey, du gehör auf zu drängeln. Ja, okay. Ich glaube, mit dem kann ich nicht groß was machen. Ich hätte mein Game Boy Advance mitbringen sollen. Ja, hättest du. Dann könntest du dich gegen dich selber spielen. Ja,
Hier ist halt hier sein Geschäft. Also hier kann man zum Beispiel Bären kaufen, glaube ich. Wir haben jetzt ein Budo-Döschen erhalten. Das kann das schöne Budo-Döschen. Glas für Bärenbude, der Bärenmühle. Ja, toll. Hier haben wir Tee im Geheimbauer. Brauchen wir nicht. Seegras, ja. Doch, wo ist das? Oh, hier haben Protein, Eisen und sowas. Das sind wichtige, es kann später wichtig sein, mit denen kann man halt seine ganzen Werte nochmal steigern und boosten. Ja, die werden dann dauerhaft gesteigert, also nicht im Gegensatz zu anderen, dass es vielleicht nur im Kampf geht, sondern hier, die werden dauerhafter gesteigert, so sich zum Beispiel dann dauerhaft zum Beispiel Angriffswert und so weiter und so fort. Hier konnte man halt Puppen von Pokémon kaufen, die man halt dann für sein, vielleicht zeige ich später noch, für sein Untergrund Heimat erstellen kann. Ah, das kommt noch. Eigentlich auch die weitere Version relevant zu sagen. Und bla bla bla. Der wird auch nichts Interessantes haben. Schauen wir mal hier in die Werft hinein. Da ist. Da noch ein bisschen. Brick heißt. Captain Bring? Bring oder Brick oder sowas. Er wird seekrank, ja, das ist schon tätig als Wortbauer. Sehr angenehm. Schon als Wortbauer, als Schiffsbauer, nicht als Werftbauer. Hier ist niemand mehr. Mülleimer. Der ist. Ist. Eben auch sehr schön, dass man den Mülleimer manchmal Gegenstände findet, die einem helfen können. Ja, das stimmt, darum schaben immer im Mülleimer. Das weißt du, so Dinge wie Beleber, die zum Beispiel nach am Ende jeder Runde zum Beispiel ein bisschen Leben auffüllen und sowas. Ja. Was eigentlich nur ein angebissener Apfel ist, aber. Wieso nicht? Deswegen Überreste eines Apfels. Wir könnten jetzt hier schon Superbälle kaufen. Was wir auch machen, wir kaufen sie mal 5 Superbälle. Ja, das wird sich noch besser verbessern. Also, was haben wir hier? Dann Pokémon Fanclub. Ja, das ist der. Ja, da fragen wir nur den Fanclub-Leiter. Vorsitzender. Ja, toll. Die feiern halt ihre Pokémons. Ja. Was gibt es hier? Ah, ich bin der Namenbewerter. Ich bewerte die Kosenamen. Soll ich die Kosenamen bewerten? Wen soll ich fragen? Schwierig. Fragen wir mal Küken. Mit jetzt ein schöner Name. Küken? Küken ist wahr. Du hast aber einen schönen Namen verliehen. Aber was hältst du davon, wenn ich ihm einen besseren Namen gäbe? Nee, glaub auch man nicht. Nee. Küken passt schon so. Dann fragen wir ihn mal, was er von Nikada hält. Was ihm geben würde von dann. Ein schöner Name, was ist denn wohl, wenn ich einen besseren Namen gebe? Sehr schön, wie soll der Kosenamen bauen? Achso, da könnten wir umbenennen, die Pokémon. Ja. Aber das brauchen wir nicht. Du kannst ja jetzt einfach auf den G-Glaub gehen, dann bleibt der Name gespeichert. Ja. Fertig, ja. Na, der sagt halt, wie der Name ist, kann schon halt umbewerten. Oh, ist das nicht, von Dings an den, Pokémon Major? Das ist eine Kampf-an-Kampf-Club. Die haben jetzt die ganze Wettbewerbe, die es früher gab, ersetzt. Wobei es auch vom Aussehen ein bisschen, wenn man so die Pokémon Ranger Spiele kennt, ein bisschen arg daran erinnert. Wir schauen nachher hinein. Das ist nämlich da können wir diesen Captain treffen. Schauen wir mal hier nach, was wir hier noch haben. Was für Pokémon haben wir hier denn?
Schönes. Ein Winkel auf Level 11. Ja, 12. Ja. Fangen könnte man es, aber... Naja. Brauchen wir nicht. Wenn vielleicht von Pokédex, aber mehr ist auch nicht unbedingt. Wahrscheinlich in dem Haus. Hier abgesperrt und hier werden wir... Hier kommen wir nicht rein, weil man hier erst abfahrt. Das ist der Radweg. Ja, das ist der Radweg. Das heißt, wir müssen wirklich hier... Wahrscheinlich die Magma oben angesprochen, glaub nicht, oder? Ne, wir müssen hier rein und da den Captain suchen. Ich meine, ob die irgendwas noch zu sagen gehabt hätten, wahrscheinlich. Ne, nicht, wir müssen Captain Brick suchen, der müsste nicht hier sein. Captain Brick, ja, fragen wir die mal da. Aber wenigstens können es die Leute lesen, falls sie es lesen wollen. Es gibt da eine schöne Stopp-Funktion. Ja, die sind weg. Oh, ja. Ein Zufall. Dafür sind sie hier drin. Im Museum. Und wir müssen sogar den Eintritt zahlen. Ja. Egal, ich bin zwar überall Schurken, es ist uns aber egal. Was machst du hier? Ich bin Team Aqua mit bla bla bla. Vergeben und vergessen. TM46. Egal, du bist ein Feind von uns, aber ich schenke dir trotzdem eine TM. Muhahaha, ich bin so böse. Wir hatten jetzt eine TM46, das war Raub, ja. Damit kann man Gegner, sieht man als Gegner stehen. Das ist Team Aqua-Logik, Leute. Vergesst das nicht. Du bist zwar mein Feind und du könntest unsere ganzen Pläne versauen, aber ich schenke dir trotzdem eine TM rum, damit du auch einer von uns, damit du auch die schöne... Die schöne Wirkung von Raub lernst. So, das wird hier wahrscheinlich der Mr. Brick sein. Wenn du Brick suchst. Ja, er ist Brick. Und wie auf Kommando. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie lange nehmen wir auf. Keine Ahnung. Wie lange geht der Skype auf Anruf? 21 Minuten. Dann können wir noch diesen einen Kaffee machen. Ein Kaniwaha. Bist du jetzt vielleicht auch schon erst auf davon gesetzt, weil ich gesehen habe, oder hast du den schon mal davor gesehen? Kaniwaha habe ich noch nicht gesehen. Und der hat auch das verletzt Pokémon. Angeschlagen beim Kind. Naja. Jetzt kommt noch der zweite und der fällt uns auch heraus. Padu Waschler. Und wieder Team Aqua. Ein Zubat, was mit Abgrenzen beschickt ist. Und doch nicht. Wohl eines der nervigsten Pokémon in Höhlen. Ja, Zubat ist sehr nervig. Weil man, wenn man in Höhlen unterwegs ist, ungefähr jede 5 Meter von irgendeinem Zubat zum Kopf herausgefordert wird. Ja, nervig. Naja, zum Glück gibt es ja sowas wie Schutz dann später. Was dann eben das Ganze erspart. Wo wär's das? Ein Oberer. Ich bin kaum um zu sehen, warum ich so lange braucht. Was sehe ich? Ihr Idiot, lasst euch von einem kleinen Kind die Suppe versalzen. Wir sind ja ein Lebensmeer. Ich bin die Wachsboss Adrian. Wieso mischst du dich in unsere Angelegenheit? Nein, das kann nicht sein. Du bist doch nicht von Team Magma. Wer ist Team Magma? Will Adrian jetzt kämpfen? Auf jeden Fall labert er uns erstmal eine gefühlte Zeit voll. Und er verschwindet. Du bist Kofina. Wow, das war eine kritische Situation. Danke, dass du das gerettet hast. Fast hätte ich vergessen, dass du die Teil von Devon gebracht hast. Jetzt habe ich es nicht mehr. Er beginnt das. Mit dem Devon. Entschuldigung, bla bla bla. Wir wurden geheilt und er verschwindet. Ja. Er mit seinen magischen Ninja-Fähigkeiten, dass er das Licht ausmachen kann. Ja, das war hier schön, schönes Museum. Vielleicht schauen wir sich später noch genauer an. Eher nicht. Oh, wer ist das? Scott? Ich bin mir sicher, dass ich irgendwo schon. Ja, wir haben dich in Blütenburg schon gesehen. Sehr gut, ich bin da. Jetzt sind unsere Pokémon eingetragen. Wir sehen uns.
schau noch kurz einmal hier in diesen Kampf. Oh, hi, wenn das die Kofine ist. Lass dich raten, Kofine. Du stellst dich als herausfordernden Kampf-Champion. Eine gute Idee, eine wirklich sehr gute Idee. Ein sehr starker Idee ist wie geschafft für Kampf-Champion. Gib dein Bestes. Vor allem wie. Ja, will gar nicht wissen, wie der da hingekommen ist, so schnell, aber naja. Ich meine, die ganzen Kampfarenen machen wir erst, nachdem wir die ganze Top 4, also nachdem wir das Hauptspiel durchgespielt haben, würden wir einen Vorschlag machen mit den Kampfarenen. Wenn man es nicht vergessen hat. Nee, das vergessen wir ja nicht, dann haben wir genug Zeit, aber jetzt konzentriere ich mich mal aufs Hauptspiel. Weil jetzt gehe ich zurück, wo wir herkommen sind. Hier müsste jetzt auch Team Aqua weg sein. Ja. Und weg. Professor Brick. Ich dachte mir schon, dass ich dich hier treffe. Und wo mag Brick sein? Ja. Ach so, ihr beide seid nicht zusammen unterwegs. Ja. Wie alle einfach... ewig lang volllabern? Ja, nur damit sie deine Handynummer bekommen. Oh, und ein Doppelkampf. Und ich würde sagen, mit diesem Doppelkampf geht es in der nächsten Folge weiter. Ich sag mal ciao und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao Leute.